über die ins Zentrum führende Hauptstraße hinaus, wo bis 1864 die normannische Porta Terra, einer der Eingangsportale des Städtchens, stand, steht jetzt der Uhrenturm, der den Lebensrhythmus der Bürger von Ragale durch die Glockenklänge bestimmt. Der ursprüngliche Turm geht auf das Jahr 1123 zurück, als die heute nicht mehr vorhandenen Stadtmauern gebaut wurden. wurde der Turm in Ohrenturm umgewandelt und mit einer Glocke des 11. Jahrhunderts ausgestattet. Leider beschädigte das tragische Erdbeben des Jahres 1743 das gesamte Gebäude. Es wurde wieder aufgebaut und die ursprüngliche viereckige Form wurde beibehalten.